Ja, ich bin auch Single. Wer ist hier auch Single? Keiner hier. Du bist Single? Ah, hi. Wie heißt du? Manu. Manu? Wie lange bist du schon Single? 3, 4 Jahre? Puh, dann bist du ganz schön horny, oder? Ja. Ja, ist gut, ich bin auch horny, es passt. Ich bin Single, ich bin so ein bisschen verzweifelt. Ich habe mal so gegoogelt, wie man Typen dazu bekommt, einen zu lieben. Und dann waren da so ein paar Tipps, ne? Und ein Tipp war, sei nah, aber fern. Tauche zufällig an den Orten auf, an denen er auch gerade chillt. Ja, ich bin jetzt kein Stalker, aber ich weiß, dass er jeden Tag bei sich zu Hause chillt. Also habe ich da auf ihn gewartet. In seinem Schrank. Hab da einfach rumgehangen, wie so eine Jacke. Und er hat die Tür aufgemacht. Ich war so, hey, warst du auch hier? Wow, was ein Zufall. Und er war so, what the fuck, was machst du hier? Ich war so, ja, ich war gerade auf dem Sprung. Nach Narnia. Ein anderer Tipp auf der Website war, man soll nach dem Sex sagen, dass es gut war, damit sich der Typ bestätigt fühlt. Ja, ich bin jetzt nicht so eine gute Schauspielerin. Also bin ich dann immer so, ja, das hast du richtig feini gemacht. Weitermachen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen so meine eigenen Flirt-Taktiken entwickelt. Und zwar, ich flirte jetzt mit der Anti-Baby-Pille. Und zwar mache ich das so, wenn ich einen heißen Typen sehe, dann schaue ich dem einfach ganz tief in die Augen und nehme dann demonstrativ eine Pille. Wenn er nicht reagiert, schiebe ich noch 2, 3 hinterher. Biete ihm auch eine an. Damit er weiß, ich hab Bock. I'm ready for you, Manu. I'm ready. Ja, ich nehme die Pille ein bisschen unregelmäßig. Ich habe mir jetzt schon vorgenommen, die Pille regelmäßiger zu nehmen, weil ich will keine Teenie-Mutter werden. Oder wie wir bei uns in Ostdeutschland sagen, Mutter. Da ist man schon mit 16 eine MILF. Ich glaube, ich persönlich, ich wäre auch keine gute Mutter. Ja, dafür bin ich auch viel zu Hipster. Ja, ich würde mein Kind nicht stillen, weil das ist nicht vegan. Das Einzige, was mein Kind bekommt, ist Chai Latte und Glutenintoleranz. Und ich würde es meinem Kind auch schon so direkt eintrichtern. Ne? So, schlaf gut, meine Süße. Und du hast Glutenintoleranz. Gluten. Intoleranz, Ranz. Von Brot musst du kacken, gell? Ja, ich kann meinem Kind doch absolut nichts bieten, ja nicht mal Brüste. Kennt ihr noch so diese Zeichentrickfilme von damals, wo die Mädels so Kokosnussschalen als BH getragen haben? Ja, bei mir wären das eher so Litschi-Schalen. Sehr klein und krass und unangenehm anzufassen. Bisschen eklig im Mund. Ich habe jetzt auch mal so gegoogelt, was man gegen kleine Brüste machen kann. Ich bin auf so eine Website gestoßen und da stand, du bist so schön, wie du dich fühlst. Und ich dachte mir so, nee, man ist doch so schön, wie man ist. Ich meine, ich habe ja auch nicht so viel Geld auf dem Konto, wie ich mich fühle. Ich fühle mich nicht wie 4 Euro. Im Minus. Ich muss aber auch sagen, ich kann es irgendwie auch so verstehen, dass Männer mehr verdienen als Frauen, weil Männer haben ja auch viel mehr Dinge erfunden. Ne? Zum Beispiel auch das Konzept, dass sie mehr verdienen. Ja, Frauen sind einfach nicht drauf gekommen. Ich habe da mal so drüber nachgedacht, so, was haben wir Frauen eigentlich erfunden? Männer, kennt ihr das, wenn ihr so richtig geil seid und dann hat die Frau plötzlich Kopfschmerzen? Ja, das haben wir erfunden. Nee, wir Frauen, wir haben schon coole Dinge erfunden. Ja, zum Beispiel die Wegwerfwindel ist eine Erfindung der Frau. Damals noch aus Duschvorhängen. Die Frau dachte sich wahrscheinlich so, oh krass, wie praktisch, die Dinger kleben mir eh immer am Arsch. Mach mal eine Windel raus. Dankeschön.
Die Deutsche Bahn ist eine Erfindung vom Mann, aber ich finde, eigentlich hätte das von einer Frau erfunden werden müssen, so allein wegen den Erfahrungswerten, ne? Kommt immer zu spät oder kommt gar nicht. Und wenn sie mal kommt, ist sie meistens voll.